Yo, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Stream. Ich spiele weiter Dynasty Warriors 3. Heute wird es Dian Wei sein. Habe ich nämlich schon gesehen im letzten Part und auch noch richtig in Erinnerung gehabt. So, aber wir machen nicht die gelben Turbanen, sondern das Hu Lao-Tor. Das ist interessant. Dann würde ich mal sagen, gleich let's go. So. Sun Xian, geh geradewegs weiter. Kao Kao, begib dich auf das Fan Shui-Tor hinauf. Yuan Shu, du greifst. So, da ist irgendwas gerade im Weg, das kotzt mich gerade an. Ich werde einmal kurz den Controller rausnehmen, ey. Ja, das ist das Problem, wenn man da so einen Kabelsalat hat, ne? So, das nervt mich einfach mega. Wenn ich die ganze Zeit irgendwas noch anhebe. So. Das war nochmal. Weiß nicht, irgendwie fühle ich, dass das Kabel heute ein bisschen kürzer ist. Meine Fresse, ey. Natürlich muss der scheiß Stunde auch noch mitmachen. Boah, ich fick mein Leben, ey, ohne Witz. Ey, wenn du so welche Freunde hast, brauchst keine Feinde. Ja, das Problem ist, mein Stuhl geht einfach runter, weil er scheiße ist. So, ich habe aber keinen Bock auf die, diesmal mal und nicht das Tor da oben. Nee, weil es sowieso keine Rolle spielt. So. Ah, jetzt habe ich gar nicht gecheckt gehabt, ob er, ob ich die dritte Waffe habe oder ob das zweite noch ist. Also Dian Wei ist extrem stark, hat aber eine scheiß Verteidigung. Ja. Haha, geil. Den habe ich abgeschlachtet. Nice. So soll das bitte weitergehen, bitte. Den habe ich abgeschlachtet. Finde ich cool. Sollte ich eigentlich so als Dings benutzen. Wenn ihr was habt, den habe ich abgeschlachtet. Ja. Aber vielleicht wäre ich dann schon wieder ab 18. Das wäre ja auch nicht so gut. Ich meine, wir werden doch 18er Games zocken, ne? Aber das kann noch ein bisschen dauern. Ja, vielleicht werden wir heute nur einen Charakter machen, weil im Grunde, ey, keine Ahnung, es ist super warm wieder draußen, ey. Luft ist schon wieder kacke, ey. Ey, da bin ich irgendwie schon wieder komplett raus. Weiß nicht. Ist voll blöd. Wir werden mal gucken. Und wetten, morgen kann ich sowieso nicht pennen. Weil ja für mich morgen die Gamescom losgeht, so, ne? Wette mit euch, da werde ich nicht schlafen können. Ich weiß nicht, das ist so ein Ereignis, da freue ich mich einfach mega drauf und, ja.
Wobei ich habe tatsächlich gar keinen Bock auf die Anreißer. Gar keinen Bock. Ah ja, Angst ist zu voll. Da habe ich irgendwie voll keinen Bock drauf. Ja, wir hätten irgendwie an die Seite hätten wir auch raus, gehen sollen lieber. Habt ihr geglaubt, wir lassen euch durch? So. So, damit ist der auch besiegt. Jetzt gehen wir gerade nach oben, das Tor einnehmen. Ah, super. Ja, Yuan Shu wird kein. Ja. Ah, oh, er wurde von Gaut schon besiegt. Und nicht von Lobo. Mal was anderes. So. Tja, gibt mir aber nicht viel. Na, warte, andersrum. Andersherum. Sekunde. Das ist das Problem, wenn man gerade so mit nebenbei auch noch mit Freunden schreiben muss. Natürlich immer passend im Stream. Ich meine, ja, das ist jetzt für die YouTube-Zuschauer wird es wahrscheinlich so mehr langweilig. Ich meine, kann ich verstehen. So, ne? Problem ist so, der Kollege. Boah, ich weiß gar nicht, wo kommt der nochmal her? Auf jeden Fall gibt es so einen Zeitunterschied bei dem immer. Ich weiß nicht, ob der aus Mexiko kommt oder so. Auf jeden Fall haben die sehr, sehr komisch, komische Zeiten immer. Und ja, schreiben ist dann halt ein bisschen schwieriger. Weil der hat letztens was Cooles gemacht und da habe ich ihm Props gegeben für. Und deswegen hat er mir jetzt geantwortet mal und dann, ja. Wollte ich aber trotzdem ganz gerne noch zocken, damit ich hier auch bei der Dynasty Warriors ein bisschen weiterkomme, weil, ja, ich möchte das Spiel natürlich. Wieso ist denn hinter mir Lubo? Tölle, was macht der hier? Der ist ja wirklich hier. Lubo! Ich muss dich besiegen mit Yan Wei. Und wir haben schon einen Zuschauer. Herzlich willkommen beim Stream. Also passend eingestaltet. Na, er blockt nicht recht, blockt nicht schnell genug. Ah, da werde ich mein Problem noch mit haben. Muss ich jetzt aufpassen. Bleibt dran! Kurz die Verteidigung ein bisschen snacken. Das Problem ist halt, seine Dings sind auch. Nein, Leibwache ist schon tot.
Brauch. Nein, alles gut. Das war mein Fehler. Ja, aber ich freue mich mega auf die Gamescom. Ich weiß nicht wieso. Freue mich da. Ich freue mich immer. Weil. Ich sage mal ganz ehrlich. Einfach die Atmosphäre ist geil. Die Leute sind echt sau cool drauf immer. Also meistens jedenfalls, ne? Wie der Deutsche halt sein kann, ne? Und. Ja, das war jetzt. Das war jetzt auch, ist halt genau wie die Besucher, die sich diese Handtücher, die Platzhälter da, ja, keine Ahnung. Ohne Witz, ey. Das ist schon traurig, ey. Ich meine, ja gut, immer noch besser als KZ, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Ja. Oder halt als N-Wort. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles nicht sagen darf. Wahrscheinlich einiges. So, und damit ich hier nicht ins Fettnäpfchen trete. Na, aber wisst Bescheid. Also ich meine, wenn wir jetzt drüber reden würden, dürfte ich. Heute ist mein Englisch nicht gut, ich merke das. Also Leute, liebe Zuschauer, bitte nicht auf bitte nicht Englisch sein. Bitte nicht. Bitte. Läuft schon mal nicht gut. Obwohl Alkoholintus. Darf ich auch nicht sagen auf Twitch. Ah, okay. Ist nur eine Flasche gewesen. Salitus. Sehr lecker. Wobei heute hat er nicht gut geschmeckt, finde ich. Nee, also ich meine, ich bin einer so, da muss kalt sein und so schön, schön süßlich. Ich mag nur süße Sachen so, ne? Deswegen trinke ich zum Beispiel kein normales Bier. Warnhinweis, bevor ich nicht geclaimed werde oder sonst was, seid bitte 16 und für härteren Alkohol bitte 18. Ich weiß, macht keiner, aber wenn ich über Alkohol rede, dann jeder muss das machen, worauf er Bock hat, so. Ich unterstütze aber nur die jeweilige Altersstufe. Ich meine, ich wollte als Kind auch früher 18er Spiele zocken. Boah, weiß ich gar nicht. Bei mir war. Das ist aber auch schon wieder schwierig. Weil, wo ich Kind war, da war so die. Kam gerade so die PS2-Area. Da wurde ich heiß auf die 18er Spiele. GTA 3. Wann kam Manhunt raus? Auch, glaube ich, in der Zeit, ne? Manhunt. Wobei, den habe ich ja später zugeschossen. Gut, das war auch von Rockstars. Ja, ich, also, ich war dann früher so eher auf Tekken-Niveau. Tekken war ab 16. Oder ist halt auf 16. Boah, ich weiß gar nicht. Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3 waren ab 16. Tekken 5 ist ab 16. Tekken 6 auch. Tekken 7 weiß ich jetzt gerade nicht. Ob das ab 12 ist oder ab 16. Ich meine, ganz im Ernst, das Ding ist immer noch nicht brutal. Ich verstehe bis heute nicht, warum das ab 16 ist. So, Tekken 4 ist ab 12. Das fand ich nämlich gut, weil meine Mutter fand das immer scheiße, weil der dachte, das ist ab 16. Ich habe keine Ahnung, woher die Tekken kannte, aber sie wusste, dass es ab 16 ist. Keine Ahnung, Eltern haben, glaube ich, haben einfach so das Gefühl, dass es ab 16 ist. Als Beispiel. Nee, ja, ich, also mein Lieblings-Tekken-Teil ist Tekken 2. Haben wir gespielt schon. Schaut auf YouTube. Da habe ich mit jedem Charakter den Scheiß gemacht. Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3, Tekken 4, Tekken 5. Und Tekken Tag Tournament 1. Die anderen Teile kommen, sobald sie dran sind.
stürmen wir die Burg. Und da freue ich mich auch schon drauf, ja. Generell. Ich hätte zuerst Soul Calibur 2 gespielt. Aber meine PS2-Version ist kaputt. Sonst hätten wir schon den ersten, hätten wir schon Soul Calibur gezockt. Ich würde zu gern auch den Soul Calibur Teil für die Dreamcast zocken. Ja, naja. Ja, werde ich dann nachlegen irgendwie. Weil zuerst wird es dann Soul Calibur 3 ist, glaube ich, das erste. Und dann werden wir schon bei 4 und 5 sein. Aber 2 habe ich auch noch für die PS3. Das ist die HD-Version. Die auch schön aussieht. Vielleicht werden wir dann einfach spielen. Na. Nein! Du hast mein Super Special. Aber wir sind gerade. Schön, ich wusste gar nicht, dass der auf Dings gerade war. Gerade noch den einen oder anderen mitnehmen. Dong Su, was geht ab, Alter? Das können wir gerne machen. Bin ich gerade auch dabei. Wenn Dong Su ein bisschen mitspielt, aber sieht schlecht aus gerade. Ja, ich frage mich auch gerade, wo die bleiben. Gut, was machen die da hinten? Ja, wenn man schon mal als Vergleich sieht, Lubu, scheiße stark, Dong Su, ja gut, die haut schon. Aber fucking Lubu, Alter, Bruder, der rasiert. Ohne Wasser und ohne Rasierer. Der benutzt seinen Speer zum Rasieren. Um dich zu rasieren. Dich und alle anderen auch. Weil er einfach die Macht hat. Ja, gut, haben wir Gott sei Dank besiegt. Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied, wenn man jetzt die erste oder die dritte Waffe hat. Gegen Lubu ist man trotzdem im Arsch. Der ist einfach... Der ist einfach King. Naja. Ja, es ist aber halt... Es ist auch merkwürdig, dass sie den einfach im regulären zweiten Level packen. Ne? Gulautor. Dürfte eigentlich nicht sein. Ja. So, Schlacht am Wandschluss. Okay. Okay. Okay, ja. Fällt mir wieder ein. Das war ja auch wieder mit Vizekommandant und dann taucht Kommandant aus und dann klatscht ihr den noch weg. Oder auch nicht. Ja, den haben wir echt abgeschlachtet. Aber ich würde gerne auch die PSP-Teile zocken. Ja, von Dynasty Warriors. Also ich habe den Summer Warriors Teil habe ich gezockt, auch durchgespielt mit allen Charakteren. Fühle ich nicht. Übelst nicht. Naja, war nicht gut. Da war zwar eine interessante Was-wäre-wenn-Story, aber halt immer das Gleiche. Ja, das fand ich mehr. Schade, dass sie hier kein Tempo drin wieder haben. Das haben sie rausgenommen. In Teil 2 war... Warte mal, war das überhaupt hier in Dynasty Warriors? Oder war das nicht in Samurai Warriors?
Ich glaube in Samurai Warriors war das, sorry. Dann kommt es vielleicht in Teil 4 oder 5 vor. Wäre cool. Ja, da war ja auch mit Level, wenn du Levelaufstieg hast, dann hast du kurz alle Sachen dazu. Das hat mir, boah, das hat mir so auf den Arsch gerettet, ey. Das erstens und zweitens, dieser Boost hat mir geholfen immer. Mit dem Schnellrennen. So. Ah, okay, wir hätten eigentlich nach links gehen müssen. Mist. Na gut, aber ich zeige euch die Karte einfach, ne? Ich meine, wenn wir schon dabei sind, so. Klar, immer schnell, zackig, zackig, weg, weg, weg. Fertig, gewinnen. Ich schütte. Favorisiere ich auch ganz gerne. Aber. Nochmal kurz geguckt, ob da nicht irgendwie oben noch einer ist, aber. Ja gut, ich glaube, da müssen wir mit Ciao Ciao werden wir da wahrscheinlich auch kämpfen. Theoretisch. Ja gut, werden wir sehen, wenn der dran ist. Ach, das sind die übrig gebliebenen von Dong Zhu, okay. Ja, deswegen haben sie auch lila Rüstung an. Ja, meine Freunde, ich bin ein Blitzmerker. Mist. Scheiß Bogenschützen. Wahrscheinlich wieder alle verteilt dort, ne? Tja, ihr schreibt dann nicht mehr, ey. Na gut, ist abwesend. Dann nicht, mein Freund. Dann nicht, mein Freund. Schreib, wenn du wieder Bock hast. Okay. Was macht Ciao Ciao da? Oh, Su Su ist ja auch hier. Der Babbo mit dem Bauch. Wo kommt der denn jetzt eigentlich her, ey? Kann doch nicht sein, dass der jetzt keinen Bock hatte und einfach hier zum Jagdrand kam. Ja gut, wenn er geklatscht werden will. Ich meine, okay. Ja, gestern war ich voll im Arsch gewesen. Muss ich sagen. Aber ich fühle mich jetzt auch schon wieder ultra müde, ey. Und Hunger habe ich auch. Schön. Ja, dann wird heute, heute wird wirklich nur ein Charakter dann gemacht. Ich meine, mit Xiao Dun habe ich jetzt schon einiges gezeigt. So, dass ich dann mit dem hier ein bisschen schneller vielleicht weitermache, ne? Schauen wir mal, wo er stationiert wird und wie die Schlacht abläuft.
Na gut, als nächstes wird dann sowieso gegen Yuan Shao. Meine Fresse, auf mich wegzustoßen. Und natürlich hat er auch noch Bogenschützen in der Hand. Hinterhand. Ah, meine Lieblingseinheiten. Alter, kickt meine Leibwächter nicht die ganze Zeit weg. So, jetzt haben wir die Axt. Mit Doppelspaß. Wie konnte er mich treffen? So, Spaß war vorbei. Ach ja. Ah, ja. Alter, ich fühle mich, als wäre ich 80 wäre, ey. Minimum 80. Sorry, wenn jetzt ein bisschen Wind kommt, ey. Ich halte das nicht aus. Ist schon wieder so warm hier in der Wohnung, ey. Boah. Oh, schon. Okay. Ah, verdammt. Sorry. Oh, wie machen wir das jetzt am besten? Wir werden die Mission sowieso nochmal machen, so, ne? Ich hab jetzt gerade keinen. Also ich könnte jetzt Reset drücken. Nochmal neu machen und dann könnte man die Sequenz sehen. Wobei, vielleicht verkacken wir auch. Verfolgt Liu Beis Armee. Wir werden sie wegfegen. Konzentriert euch auf die Vernichtung des Feindes. Beendet diesen Kampf, bevor der General kommt. Ja gut, ich find's gut, dass wir eine andere Musik auch haben. Glaube ich jedenfalls. Alles wegen Bogenschützen. Hat dir aber auch nichts gebracht. Er ist tot. Ihr Pisser. Da. Wir müssen dranbleiben. Los! Hey, fahr langsamer! Du Pisser, ey. Beste Stelle, ey. Dann schmeißt er seinen Kaffee da einfach gegen das Auto, gegen den Bulli. Und dann saß der auch noch drin, mit dem er drehen durfte, ey, und der war natürlich richtig angepisst. So. Und dann sagt er auch so: Ich weiß, was du denkst, aber komm runter! Komm runter! Bruder, was für komm runter, Alter? Ich klatsch dir eine und dann hört sich das. Und dann leckst du die Scheiße da auf. So, Ende.
Ja, jetzt macht man natürlich genau das, was Liu Bei haben möchte, so, ne? Wie gesagt, ich zeige einfach mal von dieser Seite her. Ich versuche das immer mit dem ersten Charakter, wenn wir eine neue Stage haben, werde ich dann halt gucken, dass ich euch dann so alles, ja, wenn es in meiner Macht steht, so alles zu so zeigen. Na, in der Regel sollte das klappen. Ah, okay, jemand anders schreibt mir einfach. Ich habe aber auf eine andere von jemand anderes gewartet, Mann. Kennt ihr das? Ey, ihr wartet auf von einer Person eine Nachricht. Dann schreiben die andere. Ich meine ganz schön. Hast du das mit Japan? Meine Fresse, es kann doch nicht sein, dass überall, wo wir hingehen, diese verfickten Bogenschützen sind. Boah, sind die Kacke, ey. Dieses Meme-Bild ist zu 100% wahr. Bogenschützen sind die schlimmsten in diesem Spiel, ey. Ohne fucking Witz, ey. Bruder, wenn du da bist, ey. So, vorbei. Check ich auch gar nicht. Der gehört zu Schlieren, haut aber ab. Bruder, hier gibt's nicht abhauen. Entweder du kämpfst und stirbst oder du hast Pech gehabt. Interessante Rüstung von Shenzhen. Sind ein paar Leute von Yuan Shao da oder was? So, ne, da unten soll keiner sein, okay. Ja, sieht auch so aus. Ist ja alle zurückgezogen. Was ich mal echt gemacht habe, ich bin einfach durchgerannt. Bis zu Liu Bei. Beeilung! Vernichtet Liu Bei, bevor ihm seine Flotte hilft. Naja, die Flotte hilft ihnen eigentlich nur zur Flucht. Warum eigentlich immer, wenn ich mich umdrehe, sind irgendwelche Bogenschützen hier wieder am... Ist auch nicht normal, ey. Also man hätte da auch links gehen können. Ich weiß gar nicht, ob da deine Hinterhalttruppe ist. Und dann hättest du Liu Bei die Dings abschneiden können. Man hätte es auch so machen können, dass wir am Anfang nicht nach oben rechts, sondern nach unten rechts gegangen wären.
Jetzt flieht er nicht mehr. Sie haben sich gegen uns verbündet. Das Volk ist das Fundament des Landes. Ich kann sie scheinbar nicht schützen. Ich meine, man hätte jetzt auch Dings zerstören können, so seine Flotte. Glaube ich auch zwei Offiziere oder so. Oh. GB, interessant. Zhang Zhao, Dong Zuo, Lu Bu, Yuan Zhao. Und nun werden wir Wu angreifen. Su Liang, Su Yu. Euer Schicksal wird hier besiegelt. Ach, Yuan Zhao ist schon besiegt. Das heißt, Dian Wei wird diesmal nicht bei Yuan Zhao dabei sein. Okay, interessant. Gut, hatte mich sowieso schon gewundert. Okay, ja, cool. Dass John Bunn kommt. So, und jetzt Chibi. Ja, gut. Ja. Nichts dagegen. Eine nervige Schlacht weniger. Zielt auf Su Gelian. Da sollte eine Gebetsstätte im Südwesten sein. Wir werden seinen Plan weiten. So, wo war der nochmal? Ach, der steht gar nicht auf der Liste. Ach, weißt du was? Wir machen einfach so und dann.
Kollege von mir ist gerade voll traurig. Weil jemand, dessen Zeichnung er sehr gerne mag, hört jetzt auf. Da. Ich meine, ich mochte die Person jetzt nicht. So wirklich. Nicht, weil er aus Frankreich kommt. Ich weiß gar nicht, ob er aus Frankreich kommt. Ich glaube schon. Ja. Ja gut, ein professioneller Zeichner. Und dann immer nur auf Anfragen. Weiß nicht. Also so wie ich es. Also ich habe den auch eine Zeit lang verfolgt durch diesen Kollegen halt. So dachte ich so, oh ja, warum nicht? Okay, jetzt kommt Feuer. Interessant, Gunning. Ja, weil die auch direkt von meiner... Könnte mein Plan nur fehlschlagen. Kau, kau! Du bist ein hervorragender Krieger. Ich glaube, wenn man Huan Gai besiegt, dann ist alles in Ordnung irgendwie. Ich dachte immer, wenn man da rechts verkackt. So war es ja in Dynasty Warriors 2 der Fall, so, ne?
müssen gut kämpfen. Habe ich natürlich auch schon. Ich hab. Ja, nee, den einen nicht, aber da müsste ich sowieso mal gucken. Die kriegst, glaube ich, sowieso nur unter komplizierteren Umständen. Glaube ich jedenfalls, ich bin mir jetzt gerade voll nicht sicher. Ist ja auch im Grunde egal. Das meine ich halt, seine Attacke Power ist einfach unnormal heftig. Deswegen haben wir Luzon einfach so geklatscht. Einfach so. So, und hier oben müsste Zhu Xiang normalerweise sein. Vor diesem Altar hier ist der. Normalerweise. Aber ich glaube, weil ich irgendwen geklatscht habe, ist das nicht mehr der Fall. Ist ja auch nicht so wichtig, aber. Ja, jetzt ist es sowieso, ist es ja eher. Jetzt machen wir noch Dings, klatschen wir noch weg und dann. Ja, diesmal sind die auf dem Schiff, ne? Also Sun Jian meine ich. Ist interessant.
Ja, es macht natürlich keinen großen Unterschied. Ob ich den wegklatsche oder den. Danke. Ach, der Kollege ist auch offline. Ja, super. Dann schreib mir eben nicht, Alter. Dann lass mich einfach deine Arbeit später herausfinden. Ist ja immer so. War heute oder gestern war das auch.